Vorstellung von dem RFT Super Diamant 8E158i schuldig, was ich ja unterwegs eingesammelt habe. Ich drücke es mal so aus. Röhrenbestückung sieht man ja da. Leider ist die EM80 ja defekt. Ich habe jetzt auch noch nicht weiter geschaut danach. Die Rückwand ist schon lose. Deswegen tun wir die doch jetzt einfach mal auf Seite. Und jetzt lass auch los. So. Kommt hier mal da oben drauf. Der Schalter war ja gar nicht angeschlossen an dem Lautsprecher. Dort nach wie vor ist eine Folie eingeklebt, weil der Sohn da Geld reingeworfen hat. Und damit leider, wie schon gesagt, der Kondensator ist natürlich definitiv fällig, würde ich mal sagen. Ja, wie schon gesagt, dabei die Röhre kaputt gemacht hat. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht. Ach so, ja. Leider fehlen ja auch die Schräubelchen jetzt. Hoffe ich, dass sie fehlen. Also zumindest purzeln sie nicht im Gerät durch die Gegend. Jetzt werde ich erstmal die Röhre hier versuchen rauszukriegen. Ohne mehr in die Finger zu schneiden. Moment mal kurz. Das nächste, was fehlt, ist da die Sicherung. Das gefällt mir natürlich nicht. Das werden wir mal irgendwo hinlegen. Das ist nicht direkt was verursacht. Also, so ist das besser. Übrigens, für diese Platten hier habe ich was besorgt. Und ich werde das mal ausprobieren, ob das damit geht. Was ich davor habe, so ein Deckanstrich, um so, das ein bisschen anders zu gestalten. Allerdings werde ich da erstmal einen Testanstrich machen an einer anderen Stelle. Interessant finde ich diese riesen Filtertonnen hier, denn die sind schon recht groß. Ja. Das Skalenseil ist nach wie vor ab, weil ich ja an dem Gerät nichts mehr weiter gemacht habe, weil ich ja die ganze Zeit noch unterwegs gewesen bin. Von daher werde ich jetzt einfach mal gucken, was passiert, wenn ich da jetzt Strom drauf gebe. Es werden einige Leute natürlich wieder schimpfen, wenn ich da jetzt Strom drauf gebe. Egal, ob das jetzt langsam ist oder ob das mit Trennstelltrafo ist. Ja, dann ist das halt so. Keine Ahnung, was da mal drauf geklebt hat. Ich hoffe, dass da keiner dran rumgedreht hat. Falls das irgendwie, naja, ein Siegel gewesen sein soll. Vielleicht hat da das Radio jemand im Originalzustand und kann mal ein Foto davon schicken, was denn da drauf klebt. Dann kann ich mir das ja vielleicht ausdrucken und es auch wieder da drauf machen, so dass es dann ein bisschen schöner ausschaut. Zwar mit neuen Zetteln halt leider, aber das ist dann so. Da ist natürlich der nächste fällige Kandidat. Da vorne auch. Obwohl der noch optisch zumindest gut ausschaut, aber das heißt ja nichts.
was man damit machen kann. Das hat ja Oliver bei sich sehr schön jetzt letztens gezeigt. Könnte ich ja probieren. Einfach nur mal so. Da liegt ein Stück Kabel. Das nehmen wir mal da raus. Ich denke mal, ne, passt zum Lautsprecher-V hier. Hat einer mit Schrumpfschlauch gearbeitet. Dort auch. Das geht einmal auf Masse. Ja. Ja, hoffentlich kein. Aber ich vermute, optisch sieht das aus wie Skalenseil. Das ist auch so grüne. Das ist auch so. Kann man das sehen? Ein ganz kleines bisschen so grüne Markierungen hat oder eine grüne eingewebte Faser. Genauso wie da. Sieht man da nur etwas schlechter. Aber vielleicht haben sie das ja einfach auch nur genommen, um irgendein Kabel anzubinden, weil da ist ja auch ein Knoten drin, definitiv. Und haben einfach das Skalenseil dafür genommen. Anstatt da irgendwie eine eigene Verseilung zu verwenden, obwohl hier auch schon zweierlei Seile drauf sind auf dem Rad. Hier kann ich es eh schon machen, denn das Band war schon ab. So, also ein bisschen später jetzt und wie man unschwer erkennt, da tut sich gar nichts. Null. Ich habe natürlich eine Sicherung eingelegt, was ich nicht gemacht habe. Ich habe es nicht auf 220 Volt gedreht. Stromaufnahme ist da null. Ich werde das auch jetzt nicht ausbauen, aus dem Chassis, also das Chassis aus dem Gehäuse ausbauen. Denn nach der langen Zeit, die ich jetzt hier unterwegs war, habe ich gerade festgestellt, dass hier doch so einiges im Argen ist, was mir nicht gefällt. Und bin ich auch selber schuld, ja, natürlich. Aber weil hier kommt ja kein anderer rein und macht hier Unordnung. Das bin dann, wenn ich alleine und ich gebe es zu. Da ist einiges aufzuräumen und nachzuholen. Und deswegen weiß ich auch noch nicht, ob es nächste Woche noch ein Video gibt. Werde ich dann schauen, oder ob es noch was gibt als Anschlussvideo, genauso wie dieses hier. Denn das dürfte einiges an Zeit hier in Anspruch nehmen. Und arbeiten muss ich ja nebenbei auch. Obwohl das dann jetzt auch nicht mehr so weit weg ist. Das ist schon mal ein Vorteil. Ich mache mal eben hier den Brummer aus und sichere mich ab, indem ich hier alles, ne, zurücksetze, wie ich das sonst auch immer mache. Geh aus. Ja, ist aus. Ja, alles ein bisschen Chaos. Stecker hier ist leider auch ramponiert. Die Netzanschlussleitung ist auch nicht original. Kann natürlich auch sein, dass da was im Argen ist. Eine Sicherung, wie gesagt, habe ich eingesetzt. Das Radio will eigentlich eine Sicherung haben mit 0,6 Ampere. Ich war so frei und habe eine mit 0,63 Ampere genommen. Ich denke mal, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Jo. Ich werde jetzt nur noch eben kurz eines testen. Aber ich glaube, daran liegt es nicht unbedingt. Ja, mache ich aber trotzdem. Ja, guck mal einer, schau. Die Sicherung ist in Ordnung.
Aber was nicht in Ordnung ist, ist der Sicherungshalter. Immer auf Seite hier. Du störst. Das finde ich schon strabiat. Wie gesagt, Gerät ist absolut spannungsfrei. Deswegen kann man da auch so mit unisoliertem Werkzeug. Sollte man trotzdem nicht tun, aber mit unisoliertem Werkzeug darum machen. Moment, wo ist denn meine Drahtkiste? Da nehmen wir doch die hier mal. Ich muss mir mal eine andere besorgen. Oder so ein Glasfaserstift, obwohl finde ich nicht so. Die Glasfaserstifte. Denn wenn da so eine Glasfaser abbricht, ist nicht so schön, wenn man die dann unterm Fingernagel hat oder so. Deswegen möchte ich da eigentlich drauf verzichten. Moment. Keiner verlässt den Saal. Wie war das mit der Ordnung? Die Seite ist in Ordnung, aber die andere Seite nicht. So, ein bisschen geschmirgelt, ein bisschen geputzt. Besser. Scheint mir Messing zu sein, was da angelaufen ist. So, dann machen wir mal den zweiten Versuch. Ja, aber auch das hat jetzt nichts gebracht. Ich muss hier mal gerade gegen Masse, was hier so ankommt. Das kann nämlich so. Das ist gar nichts. Da ist der Wurm drin. Ich weiß nicht, ob da das dieses ausgetauschte Kabel hier, das sieht alles nicht so. Moment. Klack, annehmen. Null. Stecker raus. Zweite Stecker raus. Alles aus. Das sieht ja nicht so vertrauenerweckend aus hier irgendwie. Kann natürlich sein, dass da irgendwie eine alte Knickschutztülle mal dran war, da Reste von verwendet wurden oder so, aber nö, schön ist das nicht. Das muss ich dann erstmal mir genauer begucken, was denn da so Sache ist. Der Sicherungshalter gefällt mir noch nicht so ganz. Er ist ein bisschen besser, aber so richtig Kontakt ist anders. Könnte er also auch noch sein. Glaube ich zwar nicht dran, aber man weiß ja nie. Jo, das war's dann. Diesmal wieder sehr kurz. Aber wie gesagt, ich muss hier erstmal klar Schiff machen. Das hier ist kein sicheres, vernünftiges, also sicher. Doch, hier ist sicheres Arbeiten möglich, aber nicht vernünftig. Ja, wenn man einmal sitzt, dann geht's, aber ansonsten nicht. Ich erspare den Rundumblick.
Denn das ist wirklich nicht schön. Das ist gar nicht schön. Nee. Okay, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao.